Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Ukulele. Im letzten Part haben wir wieder ein paar Aufgaben erledigt, die jetzt im Randgebiet waren. Vor allem haben wir die Welt erweitert. Und unsere Aufgabe wird es jetzt diesmal sein, nämlich in den Tresorraum einzubrechen, denn dort wurden wir das letzte Mal noch aufgehalten, da uns die Zeit langsam ausgingen. Wir müssen zuerst jetzt auch wieder die Mauer wegschießen, die Trump wieder mal so mühselig aufgebaut hat. Danach können wir uns der Aufgabe widmen. Und dann müssen wir uns dann schon mal langsam überlegen, wie wir dann weiterverfahren, weil so viele Aufgaben gibt es jetzt hier auch wieder nicht. Also wir sind schon praktischerweise auf den Zielgeraden, oder die Mauer wurde wieder aufgebaut, nur weil ich die Welt erweitert habe. Könnte alles möglich sein. Wir haben etwas jetzt den Tresorraum auch gebaut und wir brauchen wieder die Tarnfähigkeit, um reinzukommen, sonst die Überwachungskamera uns sieht. Und auf jeden Fall ist sie auch schwer bewacht. Aber das ist von diesem Großkotz auch nicht anders zu erwarten. Er wird natürlich wollen, dass jemand seine Geldvorräte klaut. Das ist wie bei Dagobertag, das wird auch jemand wollen. Bei. Okay, die Kameramann habe ich aus Versehen ausgesperrt. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit der Energie. Weil jetzt muss ich hier auf jeden Fall den Laser umlenken. Damit diese Tür aufgeht. Und dann dasselbe auch in diesem Raum. Jetzt mal über Doppelkreuz. Aber erstmal abwarten, bis die Energie sich wieder aufgeladen hat, weil mit solcher niedrigen Energie hat das keinen Sinn. Das war ein bisschen die falsche Richtung. Was hat noch funktioniert? Und da sind wir beim Geldspeicher. Es sind zwar nur ein paar Casino-Münzen, und zwar in gesamten Zahl 5 Stück. Wahrscheinlich war schon jemand zuvor gekommen und hat auch die Goldreserven schon geklaut. Wahrscheinlich war es Donald Trump selbst, weil ich genau gewusst habe, dass ich hier im Part 19 dann in seinen Goldspeicher einbrechen will. Egal. Dann kommen wir mal zu der nächsten Aufgabe. Dann haben wir hier jetzt eines, denn jetzt müssen wir Symbole abschießen, die hier angezeigt werden. Das wäre zum Beispiel den roten Ghost Rider, der Pinguin und Rextro, auf den ich immer noch einen Hass habe, wegen seines blöden Challenge-Minispiels. Der mich immer noch von dem Praktikant, der neu in der Regie ist, immer noch dankbar bin, dass er das für mich gelöst hat. So, hier ist es jetzt Dr. Quackrotte, Ghostwriter, grün und dann gelb. Also Quack, Rot, Grün, Gelb. Wahrscheinlich von außerhalb, weil hier sehe ich es nicht. Nein, das ist doch irgendwo innerhalb. Also ich muss da irgendwie hoch. Da brauche ich dazu eine Fähigkeit. Es sieht so aus, als brauche ich wahrscheinlich doch eine Fähigkeit, um da hochzukommen. Oder ich sehe deutlich was. Ich glaube, von den Rändern kann ich es wahrscheinlich abschießen.
Was brauchen wir noch? Den grünen? Wenn ich das mit der Steuerung hinkriege. Ich habe jetzt nochmal einen neuen Xbox 360 Controller, wobei es wieder ein Xbox One, aber diesmal habe ich sogar dafür gesorgt, dass es mit Kabel ist. Nur das Reindrücken, das klappt noch nicht so richtig ganz gut. Das kriegen wir noch. Mist. Jetzt noch der gelbe. Nach oben. Erwischt. Ja, und es sieht was aus. Es bräuchte mir da wirklich eine neue Fähigkeit, um da reinzukommen. Ich könnte mal schauen, ob ich mit dem Hubschrauber da reinkomme. Und dieses Spiel können wir uns dann gleich. Wäre jetzt mal interessant, weil wenn es jetzt mit dem Hubschrauber nicht klappen sollte, dann muss ich auf jeden Fall dann später nochmal dorthin zurück. Vielleicht schaffe ich es da rein. Also wir müssen es einfach mal ausprobieren, dann sehen wir es dann, ob es klappt oder nicht. Sehen wir uns dann einfach mal, ob wir da überhaupt durch das Loch durchkommen. Es wird jetzt fast Mission Impossible-like. Das Tor ist dann auf jeden Fall zu, also. Das heißt, das können wir uns schon mal abschminken vorerst, damit wir dann später kommen, wenn wir dann das Backtracking angehen. Unterdessen lassen wir jetzt diese mit. Wir müssen jetzt auch wieder 4 Kugeln runterlassen. Also die müssen da mitten in das Loch. Sieht jetzt so ein bisschen schwieriger diesmal, weil jetzt auch noch einige Punkte in der Mitte sind. Das ist ein totaler Reinfall. Weil da schon wieder mehr als die Hälfte natürlich voll daneben geht. Und einer dort oben hängen bleibt. Also nach einer Zeit spawnen sie also. Ja, das sieht gut aus. Ja, genau, es hängt wieder einer dort oben fest. Danke, Spiel. Danke, Spiel, ich liebe dich auch. Hat wieder warten, bis der hat wieder despawnt und dann erneut. Okay, das kann man auch wieder total vergessen. Da sind schon wieder 2 voll in der Mitte hängen geblieben. Du hast gesagt, sie würden jetzt endlich mal die spawnen. Danke. Nope. Schon wieder ein. Aber ich müsste praktischerweise es irgendwie schaffen, dass die da in der Mitte landen. Also da auf dem Teil, das sich bewegt. Dann könnte ich sie vielleicht noch besser lenken. Oder halt bei Try and Error versuchen, in der Hoffnung, es klappt mal wirklich. Was es nur nicht tut, entweder sind es 2 oder 3. Also einen Versuch gebe ich jetzt im Spiel noch und sonst wird dann halt gecuttet. Bis wir den Erfolgsversuch haben. Okay, es folgt jetzt ein kurzer Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder, sobald ich es habe. Ja, das Spiel will heute unbedingt mich verarschen. Also bis gleich.
Und nach ca. 2-3 Minuten später hat es dann doch endlich geklappt und das hat sich wieder mal alles verheddert. Wow. Okay, Kontrolle mal kurz annehmen und dann haben wir das auch gleich wieder. Ja, also so 2-3 Minuten plus minus dieses Spiel. Und 6 weitere Münzen auf unserem Konto. Und dann am Ende sehen wir dann, wie viel uns da noch genau fehlt. Weil 100% können wir das wieder nicht abschließen, da uns eben noch eine Fähigkeit fehlt. Da waren wir auf jeden Fall schon. Da gibt es, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, nur noch eine einzige Stelle. Und zwar diese dort drüben. Das ist nämlich die einzige, die noch offen ist. Mehr gibt es nicht mehr und dann ist diese Welt dann vorab mal abgeschlossen. Aber wir werden dann nicht lange weg sein, wir werden dann nur zur Welt 5 aufbrechen und dort die Moves holen und dann gibt es schon mal das erste Backtracking. Da werden wir dann in die vergangene Welt zurückkehren und diese zu 100% abschließen. Angefangen mit der Overworld. Und hier beim Stromnetz müssen wir weitermachen. Also da oben sind auf jeden Fall unsere Belohnung. Und wir dürfen wieder mit der Reptilramme eben durch die Scheiben durch. Ich habe da gerade unter der Rampe noch etwas gesehen, noch eine Feder. Eine gemein versteckte. Das könnte wahrscheinlich auch unter jedem der Gegenstände versteckt sein, einfach eine gemeine Feder. Wie zum Beispiel da. Oder da. Oder da. Also wie sind die Entwickler auch an, manchmal. Aber das liebe ich mal. So, vorbereiten. Dann. Durch. Und die eine Münze unterwegs abholen. Dann schauen wir zuerst mal unten nach, ob da noch etwas ist. So, just like, ja, ich verstecke da unten einfach was. Nein. Ach, und dieser Schalter ist einfach nur dazu da, um die Tür zu öffnen, falls ihr dann doch lieber abbrechen wollt. Wenn euch diese Aufgabe dann doch ein bisschen zu kompliziert aufweisen sollte. Ich hole zuerst die Fäden, bevor ich dann die Reptilramme mache. Ja, da muss man jetzt ganz genau gezielt diese ausführen. Einfach so. Da unten ist natürlich auch wieder einer versteckt. Aber jetzt wird's richtig fies. Jetzt sind zwischen den Waldsneben noch solche Stromleitungen. Ihr wisst ja, wenn ihr von der Walzen ein bisschen zu weit abseits kommt, dann rutscht ihr runter und dann seid ihr immens in Gefahr. Also da ist gut zielen richtig angesagt. So, dann haben wir jetzt hier drüben noch was. Nur diesmal mit der Schwierigkeit, dass jetzt auch noch Elektrozäune zwischen sind. Und diese mit den Reptilrahmen auch wieder durchlaufen dürfen. Aber ich glaube, mit dem Sprung, das kriegt man eigentlich gut hin. Man muss einfach nur über die Walzen springen und der Sprung ist meistens schon so weit reicht, dass das... dass man sozusagen den Großteil überspringen kann. So, jetzt nochmal schauen. Ich bin so paranoid, ich schaue jetzt überall nach. Ne, dann ist hier nichts mehr. Gut.
können wir so weitermachen wie bisher, nur dass jetzt wieder hier unterwegs wieder Fäden im Weg stehen. Und dieser Schalter öffnet für euch auch wieder die Tür. So, zuerst die Fäden holen, weil es lieber, als wenn ich dann um die Reptilrampe konzentrieren müsste. Doppelsprung und Geschichte erledigt. So, 43 Münzen haben wir. Und das ist auch alles, was wir bisher holen können, weil mehr gibt es nicht. Im Moment. Ich müsste jetzt nach Anzahl der Pages mal schauen, ja, auf dem Spielstand. Also wie viele gibt es hier noch? Also 7. Also 7 Pages. Das heißt, es müssten also 60 Münzen noch geben. Das heißt also, fürs Backtracken könnte ich auf jeden Fall das eine Tonikum verwenden, was mir dann die Position der letzten 30 Münzen anzeigt, verwenden. Und wieso komme ich auf 60 Münzen? Denn... sagen wir mal so, es gibt noch... ich kann es eigentlich auch verraten. Es gibt nämlich auch noch ein Page, wenn ihr es schafft, alle 200 goldenen Federn einzusammeln. Dann kriegt ihr noch ein Bonus-Page oben drauf. Das heißt, also wir haben 43 Münzen. Das heißt, es liegen dann irgendwo noch 17 Münzen rum. Vielleicht irgendwo in einem Bereich, wo wir noch nicht hinkommen konnten, wenn uns eine Fähigkeit gefehlt hat. Oder doch noch irgendwo, dass wir sie noch übersehen haben. Aber da werde ich dann auch das Tonikum verwenden, wenn wir dann das Backtracken anfangen. So, 42 haben wir. Das heißt, wir müssen dann am Ende 46 haben und in dieser Welt dann 22. Ding Ding! Rate mal, wer an den Spielautomaten gewonnen hat! Ach, warum werfen diese gezinkten Trottel nichts ab? Dabei waren die Präsentationsfolien für den größten Casino-Schwindel doch so eindeutig. Das ist einfach ein... selbst mit Schwindel kommst du nicht weit. So, 46 und hier in Capital Casino 22. Das heißt, 17 Münzen gibt es also noch zusammen und dann noch 9 goldene Väter für die Bonus-Page. Also für die 25. Jetzt sind wir vor... ach, unten Ghost. Nein, stopp. Nicht 17, sondern 7 Münzen. Ich habe den Ghostwriter vergessen. Es gibt ja noch einen Ghostwriter. Dann gibt es ja auch noch ein Page oben drauf. Das heißt, 2 Pages normal und dann noch 7 Münzen. Das heißt, es liegen dann irgendwo noch 7 Münzen rum. Wenn ich Glück habe, sind die alle in dem einen Passage. Wenn ich Pech habe, sind die irgendwo verstreut. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt diese Welt verlassen, denn vorerst sind wir jetzt mal fertig und machen uns jetzt unterwegs zur Welt 5. Und holen uns dort auch noch die Moves ab. Und danach geht dann das große Backtracking mal richtig los. Da werde ich dann teilweise auch schneiden. Vor allem, wenn ich zwischen den Welten hin und her switchen möchte. Oder zwischen Pages, um ein bisschen Zeit zu sparen. Dann müssen wir also in diese Richtung. Dort hinten haben wir auf jeden Fall noch ein paar weitere Aufgaben. Wahrscheinlich sind da auch noch ein oder zwei Pages. Aber die lassen wir jetzt mal vorerst weg. Wir holen jetzt erstmal alle Moves und dann kümmern wir uns darum. Denn das hat nämlich oberste Priorität. Dann holen wir jetzt gleich mal den nächsten Gratis-Move ab, den Trouser ja wieder uns geben wird, da wir jetzt halt zur Welt 5 unterwegs sind.
Joshua Freude sind auf ganz witzig, aber nackte Reptilien gehen entschieden zu weit. Yuka, was hast du damit zu tun? Ich will es lieber gar nicht wissen. Seid gegrüßt, alte Freunde. Der nächste Gratis-Trick ist genau das, worauf ihr gewartet habt. Er lässt euch durch die Lüfte fliegen, wie ein Adler, der eine Schlange trägt. Endlich! Ich dachte schon, du würdest uns nie etwas Nützliches beibringen. Um Flapsflug zu starten, halte einfach LT gedrückt und drücke dann X. Dann kannst du mit A fliegen und mit L runterkommen. Und damit habt ihr nun alle meine Gratis-Tricks erlernt. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Buchwelt, Kumpels. Es hat mich sehr berührt. Bis bald, Bowser. Ja, und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, frei zu fliegen. Hat so lange, wie wir noch Ausdauer über haben. Und die Steuerung ist noch ein bisschen weird, also da müsste man ein bisschen damit klarkommen und dann geht das schon fast von ganz alleine. Und wer hat hier das Klo hingestellt? Und ich glaube, unterwegs gibt es auf jeden Fall noch einen Pagey zu holen, aber da müssen wir dann in einen Schacht reinfliegen. Das habe ich anscheinend schon übersehen. Okay, dann nicht. Da habe ich jetzt gerade das Problem, dass ich jetzt hier kaum rauskomme. Also ja fast keine rettenden Ufer hätten. So, nochmal kurz nehmen und dann weiter im Text. Ach, da oben, man sieht es durch diese Schmetterlinge markiert. Da müssen wir eben die Ballons zerstören und dann eben die Buchstaben einsammeln. Während des Fluges. Denn dann kann man auch einen Sonarschuss wieder benutzen. Okay, das ist schon mal das A. Vorausgesetzt, ich krieg das noch. Und da kann man sich wieder neu auffüllen mit Ausdauer. Und ich glaube, es gibt auch ein paar Fake-Ballons, die einfach Gegner beinhalten. Okay, das ist nur das I. Ja, zum Beispiel, das war jetzt ein Gegner. Wahrscheinlich sind es die Roten immer. Ah, der recht. Die Waffe ist wahrscheinlich nie gefragt. Okay, das E ist frei. I auch. Es fehlt einfach nur noch ein einziger Buchstabe. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vielleicht ein blauer Ballon sein könnte. Oder auch nicht.
Ja, und scharfe Kurven zu fliegen ist fast so möglich hier. Okay, noch eine Falle. Okay, da haben wir das G. Okay. Was ich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt scheine, ist jetzt gerade nur ein neues Video von einem YouTuber, der gerade auch ein paar Guides über Fallout 76 berichtet. Und anscheinend hat Bethesda wieder irgendeine Scheiße gebaut. Muss ich mich dann gleich dann mal ansehen, sobald ich die Zeit habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt Pagey buchstabiert und dann können wir uns diesen Bonus Pagey hier abholen. Besten machen jetzt auch nicht mehr allzu lange. Ich gehe jetzt noch kurz die Abkürzung eröffnen. Oder vielleicht noch in die nächste Buchwelt. Und vertraglich ist das auf jeden Fall gut geregelt gewesen, dass sie gesagt haben, sie dürfen nicht alle Jack-Bosse auf einmal raushauen. Eine neue Kantine. Ich habe zwar ihr Alter noch nicht gesehen, aber vielleicht wäre das schon eine gute Idee. Aber erst nachdem ich euch Teppich wieder das Einbuch abgenommen habe, das ihr uns geklaut habt. Ein Konzern stiehlt nicht. So, und diese Schalter öffnet dann eben hier die Abkürzung. Jetzt haben wir eben die Abkürzung zur Welt 4 wieder offen. So, und das führt jetzt zur Welt 5. Und da drüben haben wir mal so richtig bonzenartiger Turm, der bis in den Himmel streckt. Würde mich echt wundern, wenn sich der dort oben mit einem Fernglas dann immer runter sieht. Und das ist hier Welt 5. Die nächste Buchwelt. Bisschen an den Weltall angelehnt, wenn ich das nach ersten Blick sehe. Aber wie viele Pagey die der Welteintritt kostet und wie viel dann die Erweiterung? Das erfahrt ihr leider erst im nächsten Part. Also dann, bis denne. Ciao.